deswegen mit der Teaser-Fassung sowieso kritischer, weil sie wirklich den Transport seit 2016. Gesagt, dafür werben, dass es gerade die Möglichkeiten sind, die digitalen, die technischen Möglichkeiten, auch im Sinne einer Reproduzierbarkeit, die hier sozusagen auch den Betrachterwinkel öffnen, die sozusagen uns heraustreten lassen aus der Überwältigung durch Malerei, im Besonderen der Farbmalerei und der besonderen Farbgebung im Fall des Künstlers Nolde. Abi Warburg hat ja in den 1920er Jahren schon eben seinen Venusine-Atlas als ein schwarz-weißes Universum beschrieben, um eben deutlicher Konturen, Kontraste und eben Vergleichbarkeiten herauszunehmen und hat übrigens das Original sehr vernachlässigt. Auch in unserem Katalog, um ein weiteres Medium zu nennen, werden wir alle Ausstellungsansichten in schwarz-weiß abbilden. Und nur im Werksverzeichnis werden alle Arbeiten, auch die eine farbige Tafel von Warburg und meine Arbeiten und natürlich auch das Werk von Nolde, es wird sozusagen gleichrangig und nur in diesem Moment einmal in Farbe gezeigt. Wenn man das macht, ist das ein unglaublich radikaler Eingriff in den künstlerischen Raum. Karl Ove Knausgard hat sich Munk vorgenommen. Der Medienkünstler Kubal nimmt sich Nolde vor. Gibt es einen Unterschied? Auf jeden Fall, weil der Kontext zu Munk war natürlich Zugang ein literarischer und hier ist der Zugang ein kritischer, in dem Sinne, dass hier schon ein großer Forschungsraum in den letzten Jahren entstanden ist, der sich mit dem Wirken und Werk von Nolde im Besonderen auseinandergesetzt hat. Da spielt die Stiftung in Sebühl natürlich eine entscheidende Rolle. Natürlich die Forschung, die von Fastert und Zeuker in Berlin Raum gefunden hat, im Hamburger Bahnhof. Und natürlich auch ein Grundgrummeln, eine Grundannahme, dass hier möglicherweise Ideale des Nationalsozialismus mit einer idealisierten, mystifizierten Künstlerpersönlichkeit eine unheilvolle Allianz eingehen. Knausgard ist Schriftsteller, Kubal ist Medienkünstler. Gibt es da auch Unterschiede im Zugriff auf den Kollegen? Ja, Knausgard hat natürlich, es gibt natürlich auch Filmmaterial von Knausgard, das sind dann seine Interviews, die er zu dem Projekt gemacht hat und natürlich vor allen Dingen sein schriftstellerisches Werk und das ist natürlich auch eine Kunstform, die das kommentiert, was sozusagen in dem Zeitkomplex von Munk passiert ist. Mein Zugang, glaube ich, ist ein bisschen ein anderer. Ich zeige ja hauptsächlich Arbeiten, die so einen Charakter des Zeigens ohne zu zeigen. Es ist so ein Verbergen im Zeigen enthalten. Es ist die Farbe wird entzogen, es werden die
Bilder hinter uns sind, die hunderte von Werken von Nolde zu sehen, aber man sieht kein einziges Bild. Also man muss mit einem wissenden Auge, deswegen würde ich mich nicht so sehr als Medienkünstler, sondern mehr als Konzeptkünstler da auch verstehen, der sozusagen auch das Zeigen als Zeigepraktik versucht, gerade in Bezug auf Nolde zu entlarven. Dazu gehören die dichromatischen Gläser, dazu gehört das Durchleuchten der Dinge, die ihn umgeben haben, die ja eigentlich immer im Verborgenen sind. Er hat ja dieses irrsinnige Konvolut an Ethnographika gesammelt in Ozeanien, in Japan, überhaupt im asiatischen Raum, aber auch in Europa. Und immer wenn man sein Werk damit in Verbindung bringen wollte, durch kuratorische Addition, hat er sich genau dagegen verwehrt. Und das haben andere Künstler, Gauguin beispielsweise, viel offener gehandhabt. Das hat ihn ja auch in den Fokus der Kunstkritik gebracht. Gerade Abi Warburg, der gerade zu Recht durch seinen Minnesünde-Atlas und die Idee, sozusagen die Dinge aus einem Zeitkontinuum herauszunehmen, hat das ja genau herausgearbeitet, dass gerade Nolde in diesem Verdacht steht, sich dieser Dinge zu bemächtigen, ohne ihre Herkunft und damit auch ihre Eigenständigkeit zu verifizieren. Wir sehen ja hier viel Schwarz-Weiß. Das sind ja die Signetfarben des Lichtkünstlers Mischa Kubal. Rudolf Arnheim hat in den 20er Jahren ein Buch geschrieben, Film als Kunst. Und sagt eigentlich dort, dass die Kunst des Films da aufhört, wo der Tonfilm entwickelt wird. Und bei der Fotografie ist es doch so, dass die Kunst da aufhört, wo Schwarz-Weiß vergessen ist. Und da gibt es ja ein Buch, auch Fotografie als Kunst, die die Schwarz-Weiß-Fotografie feiert, als Kunst. Ist es deshalb so, dass wir hier die Farbe herausgenommen sehen? Das wäre natürlich kurz gesprungen, wenn man noch dazu rufen würde, aus dem Publikum Verräter, als Bob Dylan seine Gitarre elektrisch verstärkte. Nein, ich will ehrlich gesagt dafür werben, dass es gerade die Möglichkeiten sind, die digitalen, die technischen Möglichkeiten, auch im Sinne einer Reproduzierbarkeit, die hier sozusagen auch den Betrachterwinkel öffnen, die sozusagen uns heraustreten lassen aus der Überwältigung durch Malerei, im Besonderen der Farbmalerei und der besonderen Farbgebung im Fall des Künstlers Nolde. Abi Warburg hat ja in den 1920er Jahren schon eben seinen Minnesünde-Atlas als ein schwarz-weißes Universum beschrieben, um eben deutlicher Konturen, Kontraste und eben Vergleichbarkeiten herauszunehmen und hat übrigens das Original sehr vernachlässigt. Auch in unserem Katalog, um ein weiteres Medium zu nennen, werden wir alle Ausstellungsansichten in schwarz-weiß abbilden. Und nur im Werksverzeichnis werden alle Arbeiten, auch die eine farbige Tafel von Warburg und meine Arbeiten und natürlich auch das Werk von Nolde, es wird sozusagen gleichrangig und nur in diesem Moment einmal in Farbe gezeigt. Wenn man das macht, ist das ein unglaublich radikaler Eingriff in den künstlerischen Raum. Aber ich verändere ja nicht die Malerei, sondern ihre Repräsentation in einem Ausstellungskontext. Und deswegen finde ich den Ansatz, den du gerade gebracht hast in Bezug auf den Film, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, dass wir ein Film passiert und dass wir uns aber in diesem Film frei bewegen. Also wir sind in einem, wie kann man sagen, kinematografischen Raum, in dem die Außenwelt ausgeblendet ist und die Aspekte der Außenwelt durch Setzung, durch bewegtes Bild oder auch durch fotografische Reproduktionen sozusagen hier zur Sprache kommen. Und damit folgen wir der Szenografie einer Astrid Michaelis, die hier sozusagen diesen Raum für diese Ausstellung entwickelt hat. Wir folgen damit der Idee, was eigentlich die Rolle des Museums ist, sozusagen nicht unreflektiert nur die Gegenwart abzubilden, sondern ihr einen Reflexionsraum, vielleicht auch durch einen Parcours, durch einen Ablauf, durch szenische Folgen sozusagen zu gestalten. Und ich glaube, dahinter steckt eine große Wirkkraft und daran will dieses Projekt anknüpfen, an diese Tradition. Ich verstehe natürlich diesen Moment des Vorwurfs des Verräters oder des Verrätertums, wenn man eben im Stummfilm plötzlich den Ton und dann nachher später im Schwarz-Weiß den Farbfilm. Aber wir wissen, dass wir eben jetzt auch die Möglichkeiten haben, genau diese Setzung zu machen. Wir können eben genau jetzt entscheiden, wo Farbe sein muss und wo keine Farbe sein soll. Zwischen Nolde und Kubal schiebt der Kurator-Künstler Abi Warburg ein Kunstgriff. Ist es auch ein Fehlgriff?
Ich glaube, dass die Rolle, die Abi Warburg hier spielt, ist sozusagen, er ist ein Verbindungsglied. Es gab keine persönliche Begegnung. Jedenfalls haben wir davon kein Dokument gefunden, in dem die sowohl im Warburg-Institut in London als auch in Hamburg, sondern wir haben nur einen Brief, den Abi Warburg 1927 an den Kunstkritiker Karl Georg Heise richtete, der im Vorfeld zu einer Bildbeschreibung von Nolde wohl zu sehr, ich sage mal, positiven Superlativen gegriffen haben soll oder haben muss. Und das hat Warburg kritisiert, eben gerade auch die Rolle der Ethnographiker. Er hat eben gerade verdeutlicht, dass Nolde eben sozusagen eher die Rolle des Ausnutzens und Benutzens thematisiert und nicht so sehr als kulturelle Referenz, so wie wir es von Gauguin kennen. Deswegen glaube ich, dass Warburg hier, ohne dass die beiden Personen sich begegnet sind, aber sie haben Zeitgenossenschaft. Und die jetzige Revitalisierung der Rezeption von Warburg geht zeitgleich mit der kritischen Betrachtung der Documenta, geht zeitgleich mit der kritischen Betrachtung der Rolle des Künstlers Nolde, der ja die Documenta benutzt hat, natürlich nicht alleine, sondern mit Alfred Henssen und eben Werner Haftmann, eben benutzt hat, um sozusagen sein Narrativ, was er als Künstler selber setzen wollte. Er steht da nicht alleine. Kirchner hat auch versucht, sich als Marke zu positionieren. Das scheint so eine Tendenz, ein Trend gewesen zu sein. Bis heute. Und die Stiftung selber will das. Ne, sozusagen, die Stiftung ist ja der Zweck, das Werk zu verbreiten, zu sichern und sozusagen in einer bestimmten Wahrnehmung zu erhalten. Aber tatsächlich muss man auch sagen, dass eben gerade dieser Rezeptionsraum auf einen Prüfstand gesetzt wird. Und da kann man die Rolle jetzt hier in diesem Kontext für die Ausstellung der Stiftung in Sebel gar nicht hoch genug ansiedeln. Die Stiftung hat jedes Türchen geöffnet, jede Schatulle, jeden Schrank. Ich hatte 100%igen Zugang zu allen Archivmaterialien. Und dann noch die Unterstützung vom Abi Warburg Institut in Hamburg, also von dem Team um Roberto Ort und Axel Heil und natürlich noch auch von den Kolleginnen in London. Also wir haben, glaube ich, zum ersten Mal die Möglichkeit, genau diesen Sprung zu wagen, dass man sozusagen aus der Perspektive der Zeitgenossenschaft eine Relation herstellt. Und es mag ja auch eine Reflexion darüber sein, dass Nolde jetzt in letzter Zeit eben als Antisemit erstmal aufgefallen ist und Abi Warburg doch ein prominenter Jude ist. Auch das ist natürlich nicht ganz unwichtig in der Rezeption. Wir wissen ja auch von Liebermann beispielsweise, dass er sich eben auch gegen Nolde verwahrt hat. Wir wissen, dass Nolde nur ein kurzes Zeitfenster hatte in seiner Mitgliedschaft der Brücke-Künstler. Obwohl er ein Verfemter und als solcher auch ausgestellt war, bezog sich das eben nicht auf seine Ideologie, sondern auf seinen künstlerischen Ausdruck. Und in seiner Korrespondenz zu den Größen des Nationalsozialismus, beispielsweise Josef Goebbels, die blieben ja unerhört. Hitler hat ihn einfach von seinem Malprogramm her abgelehnt. Und das muss man aber auch Nolde anrechnen. Er hat ja nicht sein Malen verändert, um ins System zu passen, sondern er hat sozusagen darauf bestanden, dass seine Malerei systemrelevant wäre, um es mit einem zeitgenössischen Begriff zu belegen. Vielen Dank.